Heute denke ich an einen René, der da einmal über Francesco d'Assisi gute Worte nachspüren konnte. So wie ich das gefühlt hatte, hat er im Spürsinn so ähnlich wie ich den Geschmack so Wiesen, die vom Winde verweht werden, locken sie die Wolle da und das, was geht da, verblieb, zurückblieb. Also das, was vom Winde verweht wird, die Volatilität, die Vanität, die Kontingenz, die Gabe der Gottheit und die Erneuerung. Und ich habe so nachgedacht über Francesco d'Assisi, Aurelio und das ist ich und über die kaiserlichen Horden, Imperium Romanum und so weiter und an verschiedene konnotative oder metaphorische auch Bilder, die Könige in Träumen wiedergespiegelt haben oder Weltliteratur. Und da habe ich mir gedacht, bei diesem abgetragenen Maibaum knie ich, sage ich, so wie früher die kaiserliche oder herzogliche Majestät gesagt hat, ich werde dich noch römisch-katholisch machen, wenn du es nicht freiwillig einsiehst, mein Junge, mein Sohn. Ich habe Wohlgefallen an dir gefunden, aber Gehorsam muss man haben. Man darf nicht nekrophil werden. Und so kannst du sagen, ist das selbst ein bisschen Disziplin üben, manchmal wesentlicher, als wenn der andere aus der Ferne kommt und dich peitscht und geißelt, verstehst? Bei Faschi und Kontrafaschi und faschistische Staatsverbünde, die zukesseln und selbstgefällig werden und das Volk blutrauschig, unnachgiebig, gemein, lästerlich, höhnend, verstehst? Da kann der Politiker da nicht mehr einrenken, weil er die Zügel verliert, weil das Volk kannibalisch wird. Zu 100 Millionen. Und es ist mir eingefallen, ich könnte, während ich Scheitelknie, selbst auferlegt, ein Loblied auf die Majestät, den Signore, den Herrn, auch den Schöpfer als väterliche Bezugsperson ansprechen, lobend, preisend und dankend. Lobet die Majestät Gottes, meine Seele. Herr, eure Majestät, Gott, eure Exzellenz, wie groß seid ihr? Ihr habt mit Hoheit und Pracht eure Anmut, eure Gloria bekleidet. Erhüllt euch ein in Licht, wie in ein Kleid, ihr spannt den Himmel aus wie ein Zelt. Ihr spannt den Himmel aus wie ein Zelt, wie einen Regenschirm etwa, wenn der Hagel oder der Regen herunterschnallt. So kann man es vergleichen. Und die verschiedenen Ebenen der Himmel, die bis zur Stratosphäre und so weiter, das alles, dass es abgeschirmt ist, radiologisch, schädliche Strahlungen und das Licht brechen kann im Luftgemisch, dass es so schön sich zeigen kann und reflektiert wird und Resonanzbildung erzielen kann, verstehst? Braucht man ein wenig Dunst, ein wenig Wasser, H2O, und das dann ganz fein zerstäubt, mit Oxygen vermischt, durchgewühlt, die Winde, du weißt nicht, woher sie kommen, wohin sie gehen, aber du weißt den Sinn, den sie haben, zu zerstäuben. Und dann ganz die Phänomenologie des Lichts in Erscheinung, in glorreicher Schönheit, meisterlich zur Vollendung zu bringen. Und so hat das auch dieser Psalm 104
Ah, sehr schön angedeutet. Ihr verankert die Balken eurer Wohnung im Wasser. Die Balken eurer Wohnung verankert ihr im Wasser. Ihr nehmt euch die Wolken zum Wagen. Ihr fahrt einher auf den Flügeln des Sturmes. Ihr macht euch die Winde zu Boten und lodernde Feuer zu euren Dienern. Ihr habt die Erde auf Pfeiler gegründet. In alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Sie wichen vor euren Thron zurück. Sie flohen vor der Stimme eures Donners. Da erhoben sich Berge und senkten sich Täler an den Ort, den ihr für sie bestimmt habt. Eure Majestät, eure Heiligkeit, eure Exzellenz, Gottheit. Ihr habt den Wassern eine Grenze gesetzt, die dürfen sie nicht überschreiten. Nie wieder sollen sie die Erde bedecken. Ihr lasst die Quellen hervorsprudeln in den Tälern. Sie eilen zwischen den Bergen dahin. Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank. Die Wildesel stillen ihren Durst heraus. An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels. Aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Die Erneuerung, die Revitalisierung, die Resanierung, die Heilung, die Puration, die Läuterung. Das Kommen von Leben, von Neuem, das erwacht. Von Generation zu Generation erneuert sich der Mensch, alle Kreaturen. Unter anderem auch die Pflanzen, so mit Blüten. Sie gehen und kommen von neuem. Fleischig wie Blut. Oder wie Erdbeeren, so köstlich und duftend, sehr hold, die Komposition des Gesangs der Vögel und der Farbenspiele im Wind. König David, der war nicht geistig behindert. Wie heute die Mädchen und die Magister Damen behaupten, dass viele Menschen eingesperrt gehören, die Präsidenten zitieren, Nobelpreisträger können in Tallhoheiten, Könige, dass sie 120.000 menschenverachtende Belästigungen drüber schreiben. Und selbst erkennen sie nicht einmal manchmal, dass sie einen Balken vor der Stirn haben und im Auge verblendet sind. Wenn sie die Frucht des Leibes erschlagen, der Nächsten, und selber dann nicht einmal fruchtbar sind und auf den Erkenntnisbaum sitzend herunterhacken, den Fruchtbaum zerdrückend und selbst den Königsmann und seinen Sohn in den Tod treiben, zuerst quälen, 3, 4 Jahrzehnte, jeden Tag, und daneben Hurerei, Kannibalismus.